Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm Frontier Pass als Ammonitore aus Nubien. Gedacht, ich bin immer zu laut, oder? Vielleicht sollte ich mal ein ganz leises Let's Play machen. Damit wir alle gemeinsam unsere innere Ruhe finden. Oder so. Or maybe not. We'll see. Oder vielleicht ist mein Energy Level einfach nur down gerade. Also possible. Was machen wir eigentlich? Wir führen ausnahmsweise mal Krieg gegen alle. Ah ja, stimmt. Ich glaube, ich habe einen Krieg erklärt letztes Mal, oder? Hasty decisions were made. Should be fine, though. Wir schießen mal auf den Arm. Ich meine, das Gute ist, dass wir jetzt wenigstens nicht mehr irgendwie uns überlegen müssen, sind wir mit jemandem im Krieg oder so, wenn wir eine Einheit sehen. Weil wir sind nicht mit allen im Krieg, von dem her. Easy. Man muss manchmal das ein bisschen simplifizieren für einen selber, nicht? Damit man nicht irgendwie verwirrt ist. Bin sicher, viele andere Leute haben genauso ein Problem damit, verwirrt zu sein wie ich. Kann mir nicht vorstellen, dass das nur ich bin. Das Leben ist einfach sehr verwirrend, das soll ich sagen. Und Ziff erst. It's just how it works. Ey, Mobilisierung hat große Fortschritte gemacht. Wait. Ah nein, wir wollen zuerst Naturgeschichte für Zoos. Weißt du, ich weiß jetzt, wo Mobilisierung ist. Wollen wir nicht eigentlich in Indo? Können wir nicht schon? Warte mal. Moment. Raumstädte? Häfen? Station? Hafen? Raketenabschuss-Dingsi? Ja, können wir bauen. Ich baue zuerst den Industriebezirk, gell? Ja, ist ja okay. Wir drehen ein bisschen eine Ehrenrunde, bevor wir uns da wirklich tatsächlich richtig angehen. Warte mal. Plastik ist nicht erforscht, oder? Life is hard, Pipsis. Life is hard. Produktion Mehlen. Okay, was da mal? Du baust mal ein Militärtheater. Gouverneurstitel. Und da haben wir eigentlich schon alles gemacht. Es ist mir komplett. Es ist mir so egal. Wollen wir einfach keinen mehr befördern? Just because we can, maybe. Vielleicht tun wir für den Rest des Spiels keine Gouverneure mehr befördern. Ja, das wäre mal eine Challenge, ganz nach meinem Geschmack. Keine Gouverneure benutzen. Oh Gott, aber die Loyalitätsprobleme, die wir hätten. Ich müsste keine Gouverneure mehr befördern und ihn verteilen und dann auch noch ausnützen oder so. Stellt sich vor, wie schön das Leben wäre ohne Gouverneure. Meiner Meinung nach, Ziff soll eigentlich immer ein Spiel sein, wo man Städte baut und Fake-Kanonen baut und Bogis und so. Be a way better game. Du gehst einmal. Warte mal. Du gehst einmal hier hin. Dann hier. Ich meine, es ist quasi jedes Spiel. Aber sie tun so, als wäre da noch großartiges anderes mit dabei. 7 Kampfstärke gegen Fernangriffe, was damit? Wir machen nicht wirklich viel Schaden an der Stadt, habe ich das dumpfe Gefühl. Hey, wir holen jetzt dein... Achso, das machen wir nächstes Mal, wie es aussieht. Du bist immer noch ein Nahkampfschiffchen, gell? Nur weil ich dich befördert habe, ist das nicht, dass du nicht ein Nahkampfschiffchen bist. Auch eine traurige Geschichte. Very many sad stories here. Ich weiß nicht, warum ich auf dich schieße. Wie wollte ich da nicht... Ah ja, ich fahre da... Genau, right. Na, ich kenne mich aus. Ah ja, deswegen... Ah ja, genau, du bist auch noch ein Problem. Kann ich das denn? Ich meine, es ist nicht gesagt, dass ich so schnell wie möglich die Leute von den Kontinenten runterhauen muss, oder? Militärhilfsanforderungen. Ist das nicht gegen mich? Ich meine, ich kann ja wohl nicht gegen mich selber dafür stimmen, right? Das ist einfach bei den anderen. Wenn irgendwelche anderen Leute auch noch im Krieg miteinander sind, ist das nicht so schlimm. Sollen sie auch ein bisschen untereinander streiten, nicht? Wieso muss ich die ganze Kriegsarbeit machen? Bleibt wieder alles auf mir sitzen. Starke Dürre. Nein, wieso haben wir gerade die gesamten Niederlande gesehen? Habe ich jetzt mit denen im Frieden auf einmal? No, don't tell me, ich habe mit denen im Frieden. Do not tell me, ich habe jetzt mit denen im Frieden wegen der Scheiße. God damn it. Okay, warte, ich habe mit dir noch... Oh mein Gott, is it amazing? Nein, ich habe mit dir Frieden, mit der fucking Dido. Kann ich ja gleich wieder den Krieg erklären, bitte? Bitte! Ich wollte überhaupt nicht Frieden schließen, ich wollte nur mehr Krieg! Das ist nicht missverstanden. Spiel? Okay, wir haben mit den beiden noch Krieg, das sind eh die wichtigeren. Ich muss ja hier verstehen. Ich hab da eine Challenge und. Oh, God damn it. Naja, schön auf dann, ne? Es ist aber eh wurscht. Es ist wirklich, komm, setz ehrlich, es macht keinen Unterschied.
Zählt's mir kein Blödsinn. Produktion wie ein Schiffswerft. Eine benötigt Befehle. Da brauchen wir Artillerie, habe ich das schon mal gesagt. Egal, das gehört dann alles England bald. That's fine. Vielleicht sollte ich wirklich einfach rüber mit meinem ganzen Shit. Auf die anderen Kontinente, damit wir dort Krieg führen können, wo wir eigentlich Krieg führen sollen. Laut Challenge. Statt hier im Heimatkontinent rumzulaufen. Yes, very good. Weitere Korps, haben jetzt der Indus noch nicht verkorpst. Ich meine, ja, die ganze Artillerie nicht. Yes, der Musketier nicht. Yes, der Panzer nicht. Aber what else? Habe ich eine zu viel? Ja, es kann ja nicht wirklich sein, nicht, dass ich eine Fake und eine zu viel gebaut habe. Außerdem ist es sowieso frevelhaft, sowas überhaupt zu sagen, wie eine Feldkanone zu viel. I mean, what's wrong with me? Ha! Es ist keine zu viel. Obviously not. Es kann gar keine zu viel sein. Ist jetzt nur ein bisschen weit auseinander, wenn man ehrlich ist. fine, whatever. Go, go. Ah, shit, go. 15, ich bin sicher, es passiert demnächst, okay? Macht euch keine Sorgen. gibt es zu verwirrend, wo ist denn jetzt die Deppe der Stadt da? Da, geh dahin. Jesus Christ. Es gibt so viele Kontinente. Es hat geheißen, es gibt einen anderen Kontinent. Es hat nicht geheißen, es gibt 10.000 andere Kontinente. Es war alles eine Lüge. Ich wurde gescammt von dieser Challenge. Einer benötigt Befehle. Du bleibst hier. Oh, hey, Leute. Wir haben einen Ballon. Das kann ja keine, wir haben sogar einen Ballon. Jesus Christ, einen ganzen Ballon. Du gehst da mal wurscht dahin. Alter, was zum Geier soll das heißen? Feuer erloschen. Lachbirnen. Ja, nobody actually... Ach, es ist so nervig, wenn da alles voll ist mit Shit, das eh niemand liest. Go away, go away! I don't care, wie viele Frieden es gibt und Kriege und so. Bam, bam, bam. Das Einzige, was ich hier brauche, auf der rechten Seite, ist Beförderungen. Ja, that's actually it. Beförderungen. Der Rest? Egal. Ihr habt euch als zuverlässige Partner bei der Lösung internationaler Konflikte erwiesen. True. Ich habe nicht gedacht, dass die Methode unbedingt approved ist bei Kanada, aber sure. Kanada spricht euch sein Lob aus. Danke. Habe ich mir redlich verdient. Ja, das ist great. Soll ich mir jetzt schon ein Bier aufmachen? Nein. Warte, ich bringe die Folge gleich raus, nachdem ich sie aufgenommen habe. Weil ich war wieder, ich weiß schon. Der letzte Stream hat mich getiltet, weil das Internet die ganze Zeit rausgefallen ist. Dann war ich allgemein Aufnahme getiltet. Für 3 Tage oder so. Außerdem hatte ich Shit zu tun. Ich musste mich mit meiner Familie treffen. You know, what you have to do. Arbeiten. Bullshit like that. Einer benötigt Befehle. Nein, mit meiner Familie treffen sie sich wunderschön. Ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Ich meine, schade, keiner von ihnen zu, weil es niemanden interessiert. Aber, you know, just in case. Du gehst hier hin und schießt auf Athen. Nein, aber sie sind wirklich nett, okay? Nicht, dass sie jetzt einen falschen Eindruck bekommen. Liebe Leute. Leave it at that. Einheit benötigt Befehle. Du gehst hier hin. Jetzt hört sich's wieder so an, als wären sie nicht wirklich nett. Sie sind wirklich nett. I swear. Und jetzt hört sich's an wie... Thou protest too much und dann... ich glaube, es ist schon gestorben. Fuck it. Machen wir ihn einen politisch inkorrekten Witz stattdessen. Wenn eh schon alles den Bach runtergeht, nicht? Jetzt kann ich hier nicht mal den Krieg erklären. Warte mal, bin ich mit dir im Krieg? Okay, fuck it. Dann machen wir halt das zuerst. You know what? I don't even fuck... Musst du unbedingt so weiter... Wieso kann sie nicht näher? Eins näher am Wasser. Was ist daran so schwer, hä? Der ganze scheiß Panzer wieder darauf fallen, Gott, David. Brumm, brumm, brumm. Andere Richtung. Nein. Fivehead. Vielleicht nimmt fucking England die Stadt ein und dann können wir sie uns so holen. Du gehst nicht dahin, du nimmst... Ja. Untersteh dich. Und das habe ich gemacht, okay? Don't fucking take it from me. Blöder Stadt. It's gonna take it from me, isn't it? Das ist ein Hügel. Kannst du es überhaupt nicht nehmen? Er hat es probiert. Nicht geklappt, hä? Andere Leute scheiße stehen. Not cool. Meine 30 Gold. Ich brauche sie.
Ausrichtung wählen. Bau. Okay, erforsche. Wir bauen nicht wirklich was über dieses Menü. Ich sage ja, Ziff ist zu fucking komplex. Urbanisierung, Atomprogramm, Mobilisierung, Tote. Nobody really cares. Machen wir Main. Große Persönlichkeit, sure. Produktion wählen, bau einen Händler. Bin mit dir im Krieg? Nicht mehr! Look at us go. Du hast aber auch nie nur eine Stadt. Mit dem muss ich nicht mal im Krieg sein, gell? Technisch gesehen. Ich glaube, wir erklären, wenn die 10 Runden abgelaufen sind, trotzdem wieder allen im Krieg. Just for funsies. I think. Einmal drauf, zweimal drauf, dreimal drauf. Habe ich dir den Krieg erklärt oder du mir? Ich glaube, technisch gesehen ich dir, aber moralisch gesehen du mir, weil du eine Stadt auf diesem Kontinent gebaut hast. Also sagen wir du mir. Militärakademie bauen wir hier. Oh, du könntest mal eine Artillerie. Na, bau nur eine einzelne Artillerie. Nein, bau. Wait. Wie lange brauchen wir bis Dingsy? Wir werden schlicht und einfach nur die fucking Korps überspringen. Korps sind für Loser. Absolut. Wir bauen einfach gleich. Also nicht hier. Wir werden hier schlicht und einfach die Korps bauen. Die machen wir dann. Warte mal. Wird das dann trotzdem geht. Das wird dann trotzdem. Die Beförderung alle behalten, gell? Das Average nicht irgendwie aus. Nein. Nein, 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 nein. I don't think so. Anyways. Ja, wo ist die blöde Art? Kann ich jetzt keine. Are you shitting me? Kann ich jetzt keine Artillerie mehr auswählen, weil ich da schon eine Artillerie baue? Das kann sie nicht sein. Dude. Safe. Chill. What the fuck? Wo ist sie? Wieso sehe ich sie nicht? Wieso bin ich blind? Ich hasse es, wenn ich blind. Okay, da ist sie. Produktion wählen. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Bandspion in 20 Runden. Produktion wählen. Nur damit ich es nicht mehr angeboten bekomme. Das macht mich immer. Das ist ein bisschen so wie Gouverneursbeförderung oder so eine Scheiße. Dann denkt man, das muss ich machen. Nein, ich will man nicht. Wenn man viel lieber noch eine Artillerie bauen würde. Like a normal human being. Einmal, zweimal. Unnötig, braucht man nicht. Einmal Banderbonnet. Oh, warte, dann sind wir schon wieder. Da sind wir Suzerain. Yay. Yay. Suzerain. Einer benötigt Befehle. Warte mal, ist denn hier nur ein Panzer? Nein. Die schweren können, da wäre ja nur ein Panzer. Da war doch eh nur ein Panzer. Ja, wo bist du? There's no way, dass hier kein Panzer war, ja nur. There's just no way. Wait. Ich hab doch genau gesagt, der Panzer auch. Wo ist der? Nein, das ist der andere Panzer. Wo ist der eine Panzer? Whatever dann. Nein, komm wieder hierher. Du musst die fucking Stadt einnehmen. Wieso hab ich denn da raufgeschickt? Ach, egal. Einer benötigt Befehle. Du gehst mal nach Meroe. Du gehst. Dahin. Don't really know why, aber ich wollte irgendwo hinklicken. Wenn ich länger auf einer Einheit bin als 2 Sekunden, macht es mich nervös. Also müssen wir das ein bisschen beschleunigen. Sorry. Kommt manchmal nicht der allereffizientesten Entscheidungen raus, aber es geht sich aus. Usually. Also es ist jetzt so blöd, dass wir die erste One City Challenge, die wir gemacht haben. Oder fucking Japan kriegt den Religionssieg, weil sie nämlich blöd sind. Einheit benötigt Befehle. Eine benötigt Befehle. Ah ja, right. BAM! Eat shit! Okay, das war ein bisschen mega bamig, als ich mir gedacht hätte. Weiß nicht, wie so eine Musketenpikenier einem Panzer so viel Schaden macht, aber ich bin sicher, Ziff hat seine Gründe. Na, wieso nicht einfach umkippen und sterben, Athen? Weil. Das macht eh keinen Unterschied. So why? Ey, die kriegst eine Reichweite. Kann ich das jetzt bitte einnehmen? Bamsti. Easy. Okidoki. Vielen Dank für 10. Und Corinth hat der Erzieher. Das ist schön. Da tun alle ein bisschen in der Gegend rebellieren. Das gefällt mir gut. Good job.
Aber mit dir sind wir immer noch im Krieg. Aber mit dir darf ich hier gar nicht. Okay, wir müssen wirklich mal raus. Vielleicht tun wir. Vielleicht tun wir schnell. Okay, hear me out. Wir hauen nur schnell die Niederlande weg, weil die nervt. Die sind da, versteht? Da sind keine Truppen von mir, wenn die da rumhocken. Annoying. Wir wischen schnell die Niederlande auf und dann scheißen wir auf den Teil und gehen einfach nur rüber auf die anderen Kontinente, meine gesteckten Ziele einnehmen. Ist das fein? Niemand hat was anderes behauptet, von dem her sage ich ja. Verbundswerkstoffe, Kampfpanzer, let's go. Weil wir müssen eigentlich irgendwann die ganzen Dingsies machen für die Dingsy. Und mit Dingsy meine ich selbstverständlich immer das Weltraumrennen. Und mit dem anderen Dingsy meine ich wie immer Technologien. Werkstatt, habe ich noch ein Dingsy gesagt? I don't think so. Heiligenstädte, wieso kann ich immer noch Händler bauen? Wir haben meine Hände in einer Tour geplündert, kann das sein? 14 für 21, Jesus Christ. Burschen, Händler noch einer. Inder muss auch noch Artillerie-Korps bauen, actually. Und Inder muss auch noch einen Panzerkorps bauen. Aber wir haben gesagt, nein, Spiel. Kannst du aufhören, mich das zu fragen? Wenn ich schon einmal nein gesagt habe, wieso kommst du auf die Idee, dass ich jetzt irgendwas machen will? I don't care. Wir spielen aber jetzt ohne Gouverneure. Also ohne sie zu befördern. Nicht ganz ohne. Yay! Noch eine Beförderung. Cool. Very nice, I love it. Du bleibst auch hier. Naja, wobei ich muss ja mit irgendwo. Eigentlich. Oder wir machen eine Marine. Oder ich baue Atomwaffen. Okay, vielleicht sind wir kurz nicht vor. Wie viel kostet mich eine, like, something? Irgendwas. Eine Artillerie plus ein Ballon. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Nicht. 1,27. Wobei ich eigentlich dann eigentlich schon gerne gleich eine Artillerie hätte. Bla 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 blub. Das geht sich preislich fast jetzt mit einer nicht aus. Da kommen wir auf 2,680. Nix. Nix. Why did I fucking say nix statt nicht? What is wrong with me, people? Du gehst. Alter, wieso habe ich dich überhaupt? Ich habe überhaupt. Why? Alter, benötige Befehle. Du stresst mich. Stirb, Papa. Ja, das ist nett. Da steht da die Einheit gleich daneben, was auf was man schießen kann. Das ist ein direkter Workflow. Sind nur ein Babler. What the fuck? Ich hab Petra gebaut. Ha. Look at me go. Ich meine, wir brauchen ja eh zwei Raumhäfen. Oder braucht man jetzt nicht immer einen Raumhafen? Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Wollen wir zwei? Bauen wir zwei, oder? Nur zur Sicherheit. Wobei, ich glaube, man braucht nur wirklich einen. Fuck it, bau einen Raumhafen. Bau einfach einen. Hör auf, depperte Fragen zu stellen und bau einen Raumhafen. Das haben die Amis auch gemacht. Und dann haben sie den Kalten Krieg gewonnen. Also so verkehrt kann es ja nicht sein. Du baust den. Why? No. I don't know, nix. Artillerie bringt bei dir nichts, Panzer bringt auch nichts. Und ich meine, den Rest braucht man nicht bauen, nicht? Den Rest bauen ja die anderen eben für einen, wie ich bereits öfters gesagt habe. Damit ich noch mehr Händler bauen kann. Why not? Wir haben definitiv viel zu wenig Händler momentan. Meine Economy ist am Sterben. Why the fuck did you buy one fucking artillery in Madrid? What is wrong with you? Okay, fuck it. Du kommst jetzt darüber. Du kommst darüber und wir bauen hier einen God fucking Ballon. Spiel, wieso hast du das aufgemacht gerade? Ich weiß, was ein fucking Aufklärungsballon ist, sonst hätte ich es dir wohl nicht gekauft. Das ist, wenn man rechtsklickt drauf, weil. Jetzt interessiert es mich. Hallo. Ich kann hier keinen weiteren Ballon da reinbauen, oder? Weil es ein Rechtsklick? Ah. Ist ja urschlau. Wenn man drauf rechtsklickt, dann geht es auf, damit man weiß, was man tatsächlich tut. Interesting. Schöner Touch. Ziff, schöner Touch. I approve of this.
Ja, zählt das eigentlich auch? Na, Stadtstaaten zählen nicht, oder? Die muss ich da nicht killen. Weil ich glaube, da unten sind wir eigentlich fertig, quasi. Man kann nicht wieder allen anderen den Krieg erklären? In 6 Runden. Alright, it's gonna be fun. Ich hoffe, wenn man das so Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!